Eine Menge Holz stemmen die freiwilligen Helfer in Lahr. Eine Hirtenhütte mit Glockenturm entsteht auf der Landesgartenschau. Die Ehrenamtlichen kommen aus Gemeinden in Meißenheim, Kippenheim oder Lahr, um den Auftritt der Kirche hier mitzugestalten. Ja, ich denke, wenn man nichts investiert, dann kommt auch nichts zurück. Und je mehr man investiert, je besser ist man präsent und je mehr kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Einzelne kennen wir, aber sonst sind wir lauter fremde Leute aus verschiedenen Gemeinden. Das war auch interessant, dann in der Werkstatt miteinander zu reden. Aus welcher Gemeinde kommt ihr? Warum machst du mit? Es gibt nur einen Grund für mich, dass Jesus Zimmermann war. Und ich wollte sehen, was er für eine Arbeit macht. Vier Gitter. Von der lokalen Zimmerei Jäckle stammt die Holzkonstruktion. Die ehrenamtlichen Helfer haben die Außenelemente zusammengezimmert. Ein erfahrener Zimmermann leitete die Amateure dabei an. Bei einer Infoveranstaltung zuvor meldeten sich über 60 Freiwillige für Technik und Logistik, die Gartenschau, Besucherbetreuung und eben das Bauteam. Mein Vorarbeiter, der das betreut hat, der war hin und weg und hat sich anfangs auch geziert, aber in der zweiten Woche hat er gesagt, ach, es sind nicht noch mehr. Und dann haben wir das einfach fortgeführt. Das ging dann so 3 Wochen in der Werkstatt, immer von Montag bis Mittwoch. Einmal vormittags, einmal nachmittags, jeder wie er Lust hatte. Also so haben wir es zusammen koordiniert. Genau, hat super geklappt. Bis heute ist die Bereitschaft da. Die waren ja heute Morgen auch schon um 9 hier und sind jetzt natürlich auch gespannt, ihre, sage ich mal, vorelementierten Wandtafeln hier anzuschrauben. Ich war zweimal selber dabei. Die Leute können alle schreinern, hat mich gewundert. Es war alles vorgesägt, das haben natürlich die Zimmerleute gemacht. Und dann wurde das zusammengelegt, zusammengeschraubt. Und da ist weder ein verletzter Daumen noch ein böses Wort. Es ist eher so, dass sie alle traurig sind, dass sie nicht mehr zu dem Zimmermann gehen dürfen, um dort eben zu schreinern. Auf die Idee brachte Henriette Gilbert ein Pfarrer mit Schäferwagen in Mittelfranken. Unter dem Kreuz sollen sich auch in Lahr Menschen und Tiere begegnen. Jetzt geht die Hirtenhütte auf die Zielgerade. Der Winter war nicht ganz einfach. Hier stand das Wasser sehr lange. Dort, wo wir eigentlich anfangen wollten, schwammen hier noch in dem See die Enten. Dann kam aber Gott sei Dank der Frost, wo wir eben dann mit den Kranen draufgehen konnten aufs Gelände und es aufstellen konnten. Und ich muss echt sagen, mit dieser Zimmerei ist es total klasse, zusammenzuarbeiten. Es sind einfach Projekte, die haben oft eine Geschichte und besonders mysteriöse Ecken. Und auch mit den Planern und Bauherren ist es einfach ein sehr, sehr menschliches Miteinander. Das Leitmotiv des kirchlichen Projekts ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Neben dem Gebäude, in dem 3 Andachten täglich, Sonntagsgottesdienste und Konzerte stattfinden, führt ein Spurenweg durch den Seepark. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, ist für uns die Grundlage dieses Projektes. Wir wollen ihn gerne lebendig werden lassen, ihn ablaufen. Er führt mich zu einer grünen Aue, da werden Liegemöbel da sein. Was ist mir grüne Aue? Zum frischen Wasser. Rechte Straße, ja, an was orientiere ich mich? Und es war uns wichtig, dass dieser Psalm eben auch das finstere Tal hat, denn die Täler gehören genauso zum Leben, auch die Finsternisse, dass wir auch diese Sache mit drinne in unserem ganzen Projekt haben. Und dann das Haus des Herrn, wo wir immer bleiben werden. Das wird natürlich unsere Hirtenhütte sein, wo wir die Menschen einladen, da zu bleiben. Der Treffpunkt mit lebenden Tieren, nicht nur für Familien ein Anziehungspunkt. Die Ehrenamtlichen jedenfalls haben dafür dicke Bretter gebohrt. Ich bin Prädikant und habe viele Gottesdienste und weiß, wie schwer das ist, dass die Kirche voll wird mit Menschen. Und warum soll man nicht dahin gehen, wo die Menschen sind? Die Kirche ist eigentlich das Fundament. Die Bibel sollte auch das Fundament des Lebens sein, ja, für die Menschen. Und da sollte man einfach wieder näher hinkommen. Für eine lebendige Kirche auf der Landesgartenschau Lahr haben sich viele ins Zeug gelegt und freuen sich jetzt darauf, dass die Glocke zum ersten Mal ertönt. Heidelberg ist eine Studentenstadt, eine Touristenattraktion und Lebensraum für ganz unterschiedliche Kulturen und soziale Schichten. Mitten in der Altstadt findet man die evangelische Kapellengemeinde Heidelberg,
die in Kooperation mit dem Diakonischen Werk eine Projektidee in die Tat umgesetzt hat, die Körper und Seele verbindet. Frisches Gemüse, knackiger Salat und ein Nachtisch, der wohl jedem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Die Teilnehmer der Manner-Kochgruppe verstehen es gemeinsam, echte kulinarische Köstlichkeiten zuzubereiten. Jeden Montag trifft sich die Gruppe hier in den Räumen der evangelischen Stadtmission Heidelberg, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Alle gemeinsam in der Küche und am Tisch, eigentlich total normal. Aber was machen Menschen, die alleinstehend oder heimatlos sind? Viele einzelne Menschen sind zusammen eben nicht mehr allein. Und so entstand das Projekt, das sich Manna nennt, nach dem sogenannten Himmelsbrot aus der Bibel. Also ich denke, gemeinsam Essen verbindet generell. Das sehen wir auch, dass Gruppen zusammenwachsen. Sie können Schichtgrenzen überwinden, Religionsgrenzen, Ländergrenzen, selbst Sprachbarrieren werden hinter sich gelassen. Und das, denke ich, ist auch eines der besonderen Dinge an dem Projekt, dass es plötzlich möglich ist, zwischen Christen und Moslems an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen und auch eine Form von Nächstenliebe da zu leben. Das Projekt wird zu großen Teil von Ehrenamtlichen getragen. Sie planen das Essen, kaufen ein und kümmern sich auch um die Finanzen. In Erwartung eines tollen Essens schneidet der eine dann das Gemüse, der andere wäscht den Salat. Die Aufgaben werden so immer wieder neu verteilt. Fairness und Teamarbeit gehören zu einer Kochgruppe dazu. Es gibt immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten, aber dass wir gelernt haben, auch mit diesen Schwierigkeiten auch umzugehen. Und es kommt nicht darauf an, dass man exakt genau viel macht wie ein anderer, sondern es ergibt sich alles von alleine. Also ich habe Vertrauen zu den Leuten hier, mit denen ich zusammenarbeite, und es macht mir wirklich Spaß. Das Projekt möchte Menschen zusammenbringen. Offen ist das Angebot grundsätzlich für jeden. Entscheidend ist nicht die Religion oder Herkunft eines Teilnehmers. Toleranz gegenüber anderen und der Wille, in der Gruppe zu arbeiten, das ist es, was hier zählt. Und so kommen Menschen zusammen, die zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit ihnen entstehen Geschichten, die wohl nur das Leben schreiben kann. Ich glaube, mein persönliches Highlight im letzten Jahr war, dass wir ein Geburtstagsessen machen wollten für eine Frau hier aus dem Altenheim. Und wir hatten eine blinde Praktikantin, die damals sagte, sie würde das machen, aber sie weiß nicht, ob sie das alleine schaffen kann, das vorzubereiten. Und dann ist sie mit einem geflüchteten Menschen aus Gambia losgezogen, der die Sprache nicht wirklich konnte, und hat gemeinsam dieses Essen organisiert. Und ich glaube, das ist selten, dass ein muslimischer Flüchtling mit einer evangelischen blinden Praktikantin für eine katholische Frau aus dem Altenheim kocht. Ob unterschiedliche Hautfarbe, Nationalität oder Religion, diese Geschichten zeigen, dass Menschen anderer Herkunft zusammenleben und arbeiten können. Nicht nur die Liebe geht eben durch den Magen. Die Bibel ist ja da sehr zurückhaltend in dem, was sie darüber sagt. Das hat ja viel mit eigenen Erfahrungen zu tun, mit eigenen Grenzerfahrungen, mit dem Gefühl, ich bin bewahrt worden, mit dem Gefühl auch, dass ich wohl mir jedenfalls am meisten an Sterbebetten begegnet ist, dass Menschen plötzlich loslassen können, dass sie plötzlich die Erfahrung machen, ich brauche eigentlich keine Angst mehr zu haben, sondern ich kann getrost und gewiss diesen nächsten Schritt gehen, weil ich nicht aus Gottes Hand dabei hinausfalle. Weil ich weiß, da gibt es noch einen weiteren Ort, einen Lebensraum, in dem ich gut leben kann. Ist das zu erklären, naturwissenschaftlich? Das ist, glaube ich, schwierig. Ich denke, wir sind da am Stammeln, sagt ja auch die Bibel, wir stammeln, wir überlegen, wir klagen. Es hat viel mit Emotionen zu tun, mit dem Gefühl Geborgenheit. Vielleicht ist es Geborgenheit oder auch dieses Gefühl, weswegen wir ja auch den Gottesdienst an Ostern, am Ostermorgen feiern. Am Morgen geht die Sonne wieder auf. Wir sind plötzlich wieder im Licht, auch wenn es in eine Nacht ging und wir nicht wussten. So wie wir jeden Abend nicht wissen, ob wir am nächsten Tag wieder aufwachen. Ja, wir können, es geht weiter, es gibt ein Leben. Musik.
Mal ebenso nach dem Abendgebet fragt meine Fünftklässler-Tochter: Warum musste Jesus sterben, damit wir ein ewiges Leben haben? Ganz schön schwer, diese Frage. Und ich antworte stockend: Jesus ist gestorben, weil die Mächtigen seiner Zeit ihn loshaben wollten. Einer, der so von Gott spricht, einer, der ihre Macht in Frage stellt, ein Sohn Gottes, der so wie Jesus Gerechtigkeit und Liebe anmahnt, mit dem konnten die Herrschaften zu Jerusalem nichts anfangen. Also haben sie ihn ans Kreuz gebracht. Und Gott hat ihm ein neues Leben geschenkt. Gott hat ihn auferweckt, damit alle, die ihn verstehen, begreifen können, er hatte Recht. Jesus hatte Recht, was er lehrte, wie er heilte, dass er sich nicht mit Gewalt wehrte und bereit war zu leiden. Das war gut so. Man wollte ihn beseitigen, aber er lebt. Und er hat sich eingeprägt in die Weltgeschichte und verändert sie. Und er verändert uns. Jesus musste nicht sterben, damit wir ein ewiges Leben haben. Er hat uns den Weg zum ewigen Leben gezeigt, obwohl man ihn so grausam hingerichtet hat.